Einen wunderschönen Donnerstagmittag wünsche ich euch. Hier ist eine neue Folge des 19 ABB Team Challenge auf der Dönroth zusammen mit dem Sören, dem Martin und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag. Mahlzeit. 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 Hallo. Grüße. What's up? Grüß dir. Oh, grüß dir. Und jetzt bitte auf Sächs- und jetzt bitte auf Sächsisch. Mahlzeit. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Jo, moin. Ne, das ist nicht sächsisch. Ne, ich weiß. Das ist unten im... Das ist ausländisch. Richtig, das ist ausländisch. Jo, moin. Dieses Drecksbaum-Dings da bummst du. Mach doch weg. Im Freistaat. Das einzige Bundesland, was nicht zu Deutschland gehört. Das einzige Bundesland, was nicht mal ein eigenes Bundesland in dem Sinne ist, weil die Schwaben sind auch keine Bayern und ne? Ja. Erzähl mal dem Schwabe, das ist ein Bayer. Ist so. Der köpft dich. Oder Oberbayer, Unterbayer. Ja, ganz viele Bayern. Ein Bayer, viele Bayers. Voll der Klammer. Genau, Leute. Grabbetrieb Bayer. Diese. Alles ABB hier. Eggy würde jetzt wieder sagen, All-Star Behindy Boys. And Girls. Tun wir gar nicht. Genau, tun wir gar nicht. Ich bin so breit, ich kann da nichts für. Romy, ne? Jetzt lass mal die Kirche im Dorf, ne? Jo. Jo. Das passt auch im Kontext. Ja. Gut, dass du mir zustimmst, Romy. Danke. Irgendwann, ne? Wenn sie dich mal live sieht, da hast du auch Nudelholz im Nacken sitzen. Ja, ist so, ey. Das Holz lässt du weg mittlerweile, keine Angst. Ja, nimm gleich Brechstange, ja. Ja. Schön Kuhfuß einmal quer durchs Genick. Klack. Ja. Kommt dann bloß so eine Aussage wie die Eider schlechter raus von daher. Das ist so, das dauert länger. Ach, das glaube ich nicht. Ich auch nicht, ich weiß es. Das hat mit Glauben nichts zu tun, ne? Nein. Schade, dann fällt halt der Urlaub bei Sören aus. Ach, guck mal, Angst hat er trotzdem. Dein Selbsterhaltungstrieb verbietet dir dann solche Aktionen, ja? Ja, richtig. Ich möchte noch leben. Du alle willst.
Hören Sie mal auf zu schieben. Das Lied mochte ich bei Underground schon nicht. Nicht? Boah, ich fand das cool. Bleib stehen. Bleib doch stehen, Junge. Karte sogar Seasons ready. Also wir hätten sogar mit Seasons spielen können. Gut, dass wir dieses nicht getan haben. Was ist denn mit dem einen Streifen da auf der 58 einfach mit rüber juchteln, oder? Ja, juchteln mit rüber. Omi weiß Bescheid. Jo. Das ist eine, die einen Durchblick hat. Ist so. Wie lange hast du noch frei, Sören? Montag geht's weiter. Ui. Dann ist das Wochenende vorbei. Na ja. Ist die Frage. Geht oder ging's weiter? Geht. Ich bin seit 1.3. arbeiten. Achso. Ah, nicht schlecht. Und zufrieden, ja? Ja, zufrieden. Das ist schön. Das ist die Hauptsache. Noch. Ich habe mein Auto vor der Tür stehen, ich muss nicht weit. Das ist doch noch besser. So, warte mal gucken hier. Müssen wir noch ein bisschen. Vor Kartoffeln grault's mir an, ey. Kartoffeln auch noch mal. Da leihen wir uns in die Gerätschaften beim LU aus. Das kaufe ich nicht.
Doppelgift, habt ihr noch welche oder nicht? Zuckerrüben haben wir ganz viele. Kartoffeln haben wir noch gar keinen, gar nichts. Wir haben nur Zuckerrüben voll. Nimm doch mal dein Rohr aus meinem Gesicht. Was? Zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Jo. Ist so. Zuletzt lacht, hat es einfach nicht begriffen, oder wie war das noch? Richtig. So. Hast du die 58 schon gedingt, Martin? Ja. Ja. Hieß der Zuschauer von Freitag noch, weiß ich gar nicht mehr. Der sagte auf jeden Fall, dass er ja, das sozusagen das erste Mal war der bei mir im Stream. Wird ja auch angezeigt, ne, wenn jemand das erste Mal eine Nachricht geschrieben hat. Mhm. Und der sagte dann, ja, ich gucke hier jede Folge von dir auf YouTube. Und okay. Ne, total geil, was du da machst oder was ihr da macht und sowas. Und heute war das eigentlich nur Zufall, dass ich heute, oder dass ich es endlich mal geschafft habe, dir zuzuschauen, weil der ist wohl auch irgendwie, ne, so wie du, glaube ich, irgendwie Dreischicht oder irgendwie sowas macht er. Und da sagt er schon, oh, wenn ich morgen rechtzeitig zu Hause bin, dann kann ich dir ja morgen noch zugucken. Weil ich dann so erzählte, dass ich die Aufnahmen streame. Okay. Bin mal gespannt, wann er kommt. Ob er kommt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Du, rein theoretisch ist er dann ja 22 Uhr oder 22.30 Uhr hat er Feierabend. Ja, irgendwie sowas, ne? Gibt's bei dir schon Neuigkeiten, Martin, oder ist es also noch Top Secret? Ich habe inoffiziell habe ich eine Nachricht erhalten. Positive oder negative Nachricht? Posi. Sehr schön. Yep. Aber halt noch inoffiziell. Und dementsprechend weiß ich halt noch nicht hundertprozentig, aber das soll wohl nächste Woche soll da wohl Bescheid kommen. Da ist nur noch die Frage, wann meine Abteilung mich gehen lässt. Kannst du nicht einfach nachhelfen? Nee, nee, nee. Nee, das funktioniert nicht. Das müssen die untereinander klären. Dann fährst du keine LKW mehr, oder was? Nee, dann bin ich da komplett runter. Schade. Wieso? Gibt's keine tollen Fahrvideos mehr. Nee, die gibt's dann nicht mehr. Höchstens dann noch vom Stapler. Schade. Was ist denn? Dreischicht, oder? Bitte? Trotz dessen Dreischicht oder ja, weniger? Das ist das, wo ich Samstag schon zugange bin. Ah. Ja, da bin ich ja jetzt, die Samstage bin ich da ja schon zugange. Eignen wir das Wissen da schon an. Und das bleibt aber Dreischicht. Piep, piep. Den vermisse ich noch. Das Ladeanzeichengedöns, ja, ne? Ja. Das Piep. Ja, es sind noch so ein paar Sachen, was fehlt. Automatische Blinkerabschaltung fehlt noch. Ja.
Genau, fehlt noch so vieles. Auf, mal schauen, vielleicht kommt das ja alles noch. Sicherheit. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben, das schreibt in die Kommentare. Und wir sehen uns dann morgen ein letztes Mal auf der Dönruhe für diese Woche. Bis dahin, tschüss und bye bye. Ciao, ciao.